haben auf der Gamescom eine sehr chaotische Runde von Wenn ich du wäre gespielt. Mit Aufgaben wie eine Nummer klären, auf die Bühne rennen oder auch noch weirder. Kennt ihr mich? Nein. Okay, können wir ein Foto machen? Doch bevor es losgeht, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich sag mal so, ne? Das soll echt peinlich enden für die beiden hier. Das soll schon echt peinlich werden heute. 3, 2, 1. Scheiße. Okay, jetzt muss René mir eine Aufgabe geben. Erstmal was Lockeres erstmal, okay? Wenn ich du wäre, würde ich zum nächsten Creator gehen und dem einfach Werbung für Skats Kanal machen. Ich könnte natürlich meine Freundekarte rausholen, aber... Nein! Oh, das ist André, das machen wir... Nein, den du nicht kennst! Das machen wir nicht, das ist André, das ist der von Ju. Da gehe ich nicht in den Sack, abonniert mal Skat. Ich hasse solche Spiele. Die sind cool zum Anschauen, aber schrecklich zum Mitmachen. Es ist eine, wenn ich du wäre, Aufgabe. Folgt Skat XYT auf Twitch. Sorry. Weiter geht's. Moin. Wir machen gerade, wenn ich du wäre. Ja. Wenn du willst, kannst du eine Aufgabe machen. Und René und ich müssen Schere, Schnack, Papier machen. Der Verlierer muss die Aufgabe dann machen. Okay. Zuerst machen wir Schere, Schnack, Papier. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Digga, du bist so ein Hu. Kenn ich dich irgendwer? Maybe. Wie heißt du auf Twitch? Donny. Also du bist ein Creator. Ja. Das war peinlich. Ich will, dass du diesen Pikachu ganz dick umarmst. Okay. Hi. Hi, wie geht's dir? Ja, ziemlich warm hier drin. Glaube ich. Ich musste dich gerade bei dir umarmen für eine Wenn ich du wäre Aufgabe. Ja. Aber ich umarme dich jetzt nochmal, weil du so süß bist. Du sitzt einfach neben mir auf diese Stühle. Okay, ich hock mich jetzt einfach hier auf die Stühle, Mädchen. Kommentarlos. Bitte gehen Sie weiter, gibt's nichts zu sehen. Ich hasse euch. Also ja. Ich hab extra weggemacht sogar. Wir machen gerade eine Wenn ich du wäre Aufgabe und die Aufgabe war, hock dich einfach nicht hin. Du gehst jetzt zu irgendjemand hin, den ich entscheide, okay, und besorgst die Telefonnummer. So, das machst du jetzt, René. Das machst du jetzt. René, jetzt hast du quasi schon erstmal verloren, ja, prinzipiell. Danke für den Follow. Sehr gerne. So, und jetzt, zack, du hast eine Aufgabe zu machen. So, let's go. Danke für die tolle Aufgabe, let's go. Also René, du musst jetzt eine Nummer klären, let's go. Das ist doch schön. Soll ich das denn mal? Soll ich mich nehmen? Du gehst hin und klärst eine Nummer. Hey, ganz kurz. Ich habe keine Aufgabe von Wenn ich du wäre. Hey, ich wollte dich einmal nach deiner Nummer fragen. Ja, kann ich dir geben. Echt? Ja. Krass. Wie viele Zuschauer habt ihr? Gerade eins, hab gerade frisch gestartet. Ah, süß. Gamescom ist so anders. Also würdest du sagen, also hat geklappt, oder? Hat geklappt. Perfekt, René. Sehr guter Anmachspruch. Sehr guter Anmachspruch. Was hast du denn gesagt, René? Ich habe einfach gesagt, ich habe gerade eine Wenn ich du wäre Aufgabe. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Rizzler, Junge. The boy who rizzt, Alter. So, let's go. Was? Echt bestanden. So, die Frage ist jetzt, die Challenge war schon recht extrem. Jetzt bin ich nämlich dran. Was macht man, wenn man auf eine Challenge gar keinen Bock hat? Ich wäre dafür, du gehst einfach gleich mal mitten in Halle 8 und schreist einfach Twitch Prime ist kostenlos. Einfach ganz laut schreien, okay? Ich hab's eine Befürchtung, dass wenn ich gleich Twitch Prime ist kostenlos schreie, ich den fettesten Voice-Track meines Lebens raushole. Ach, ja. Scheiße. Man hört gleich nur so, Twitch Prime ist kostenlos. Twitch Prime ist kostenlos! So, jetzt ganz schnell wieder raus. Digga, nee, Alter. War das laut genug? Ja, ist auch ein bisschen leer. Ich glaube, ich hab Halle 7 auch gehört, Alter. Jetzt bist du da mit der Aufgabe. Nein. Du kannst gleich nochmal in Halle 8 rein und ganz laut schreien: Can I get a higher? Boah, nee, nee, okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir verfolgen dich aus der Ferne. Nein, ihr kommt schön mit da rein. Wir kommen mit, aber. Ich bin bei dir auch mitgekommen. Ja, ja, wir kommen mit, aber. Ein bisschen mit entfernt, damit wir schön die Crowd sehen können. Dein Maul. Mit denen ich in Verbindung gebracht werden. Dein Maul. So, viel Spaß. Das könnt ihr nicht machen, Jungs. Könnt ihr nicht bringen. Nein, Bro, lass den Arm. Erledigt. Man hat's gar nicht gehört, Junge. Hä? Im Stream aber. Ich hatte das Mikrofon direkt dran. Hast du richtig laut geschrien? Ja, habe ich. Hat jemand Haya zurückgerufen? Nein. Gut so. Das ist nice. Hey, kennst du mich oder was? Ja, ich habe dich schon mal 4 Jahren abonniert oder so. Lol. Okay, krass. Hi. Moin, Alter. Wir machen gerade, by the way, eine Wenn ich du wäre Aufgabe. Und die muss ich leider jetzt machen, wäre ich gerade ein bisschen dumm. Ja, wenn ich du wäre, will ich irgendwo auf eine Bühne rennen. Ja, schade. Okay, wo haben wir hier eine Bühne? Ich glaube Halle 6, oder? Ich werde so rausgeworfen, Alter. Was ist die Aufgabe? Auf die Bühne rennen. Oh, ja, viel Spaß dir. Man kann oben drauf, es macht so viel einfacher. Könnte ich auch kurz auf die Bühne? Okay. Was soll jetzt machen? Aufgabe bestanden, Aufgabe, Alter. Die er machen muss. Aufgabe bestanden. Was? Rennen! Rennen! So etwa!
Alter. So dumm, wirklich, so dumm, Alter. By the way, der Security-Typ zieht mir gerade so, ne? Ich hab's gerade nur gehört, also ich schmeiß euch gleich alle raus. Die können wir fragen, oder? Ja, kleine Frage. Ja. Wir machen gerade eine Schuhwehre-Aufgabe. Okay. Und das ist jetzt die finale Aufgabe, okay? Und die muss er machen. Okay. Schlimmer als auf die Bühne rennen, was ich vorhin gemacht habe. Ja. Schlimmer als von irgendjemandem eine Nummer klären. Schlimmer als Can I get a Hoya rumschreien und für Twitch bei uns kotzen. Das ist stark. Ihr müsst jetzt irgendeine Aufgabe finden, die er machen soll. Deswegen. Ich würde einfach immer random irgendwie zu irgendeinem Kind oder so hingehen, fragen so, kennt ihr mich? Und falls ihr nein sagt, einfach Insta zeigen und dann fragen, ob ihr ein Foto haben will. Oh, das ist schon unangenehm. Das ist geil. Das ist für euch. Oh nein. Mann. Hey, kennt ihr mich? Nein. Okay, können wir ein Foto machen? Warum? Ja. Einfach nur so. Ja. So unangenehm. Hat er gut gemacht? Ja. Hast du das Foto gemacht oder er? Ich. Er sollte das Foto machen. Ach so. Ich dachte, ich. Trotzdem, auch gut. René. Stark, Alter. Danke für die Aufgabe.